Hey ho, da wären wir wieder. Wenn ihr das jetzt alles am Stück geguckt habt, oder zumindest die letzten Folgen am Stück geguckt habt, ist für euch nicht viel Zeit vergangen, aber für mich schon. Es war bestimmt eine Woche, wenn nicht mehr, weil ich halt so viel im Voraus aufgenommen habe. Aber jetzt ist es wieder up to date. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas aufnehme, ist es dann ein, zwei Tage später online. Das heißt, ich hatte eine kleine Ruhephase zwischendrin. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen gegrindet, also gerade die Tränke wieder hergestellt. Habe nochmal im Guide geguckt. Es wurden noch Dinge vorgeschlagen, aber die sind nicht mehr im Game. Also ich weiß nicht, ob das Wiki da jetzt nicht mehr up to date ist oder was es damit auf sich hat. Zum Beispiel das Sam. Also irgend so ein Gelatin-Zusammen-Assembly-Dings. Aber wenn ich nach S suche, findet er nichts. Warte. Fragezeichen. Ja. Also ein paar Sachen fehlen da einfach. Und andere, wie dieses Trüffelding, das fand ich jetzt nicht so pralle. Ja, na gut. Also ich habe alle Tränke gemacht. Ich habe wieder dafür gesorgt, dass die Waifus dabei sind. Auch wenn ich nicht weiß, wie übersichtlich oder unübersichtlich das wird. Aber das Große, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, das hier. Dum, 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 dum. Ta-da-da-da-da. Spiegeleier. Nein, eine Arena. Also, es ist noch nicht ideal, aber es hat schon lange genug gedauert. Noch nicht ideal, aber es hat halt vier Ebenen, also den Boden und drei Ebenen oben drüber. Alles mit Plattformen, dass ich da schnell halt hoch und runter kann, um besser ausweichen zu können. Oder gerade auch, wenn die Projektile ankommen, dass ich halt einen geraden Weg habe, wegzugehen. Weil in der Luft eine richtige Höhe zu halten, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Dann ganz viel Buff-Zeug. Also die Lampen sollten das Gebiet hier abdecken, bis 150 in jede Richtung so ungefähr. Das heißt, auch die Mitte ist davon betroffen. Die Heartlamp zählt auch in der Mitte. Ja. Da unten ist nochmal so ein Ding. Dann Lagerfeuer. Also sowohl die Heartlamps, also die Lagerfeuer, als auch der Honig machen alle Lebensregenerationen. Die Spiegeleier hier, deswegen soll man wieder blub blub macht, sorgen für den Honigbuff, Lebensregeneration. Und ich kann durch die Blöcke da durchlaufen, weil das Blubbelblasen sind. Die kann man beim Partygirl kaufen. Das sind alles so eine Pro-Tipps, die ich raussuchen musste. Was ich eigentlich nicht mag, also ich mag es, Terraria lieber zu spielen, also und Spiele in der Richtung, einfach nur spielen und nach Sachen rausfinden und so weiter, dass man es nicht muss. Aber ich fühle mich irgendwie genötigt, die ganzen Sachen jetzt rauszusuchen, damit ich die Bosse überhaupt schaffe. Aber gut. Also ja, das. Die Sonnenblume, die gerade eingeklappt ist, die sorgt für einen Movement-Speed-Buff, glaube ich. Und hier habe ich eine Herzstatue mit einem Timer dran. Das heißt, das produziert jetzt alle x Sekunden ein Herz. Aber nur, wenn nicht zu viele Herzen auf der Karte sind. Muss kurz warten, bis die Karte leer gefickt ist. So, jetzt Herz. Das funkelt so viel Zeug rein. Da, Herz. Eins. Gott, dauert das lang. Zwei. Ja, also ich... Es hilft ein kleines bisschen. Da sind dann 20 HP jeweils. Das macht es nicht so super praktisch. Aber hey, alles an Leben, was wir bekommen können, ist gut. Das heißt, diese Plattform hier ist unser Anlaufpunkt allgemein, um dann hier zwischendurch die Herzen abzuholen. Die anderen Plattformen sind einfach nur da. Ich muss allerdings aufpassen, dass ich nicht gegen diese Blöcke hier gegenstürze beim Ausweichen, weil die Chance relativ gering ist. Weil ich brauchte halt Dirt bzw. Gras, um die Sonnenblumen raufzusetzen und um die Lampen unten drunter zu hängen. Aber alles andere sollte frei beweglich sein. Ja, es gibt auch noch so eine komische Hundestatue, die man aufstellen kann. Die bringen aber nur 5 Defense. Das macht bei 180 jetzt nicht mehr so viel aus. Ich kann mal gucken. Wieder, Bassstatue. Hup. Ja, 5 Defense. Aber der Hauptpunkt ist halt wirklich die Spielmechanik von dem Boss. Ich sollte auch dafür sorgen, dass wir es immer Tag haben, damit, wenn ich gleich alle Tränke trinke,
Hoffentlich auch alle dabei, die ich brauche. Wo ist das Chlorophyll-Ding? Fehlt was, oder? Naja, es hieß anders. Potion. Zeig mir alle Potion. Wir sehen können, ich habe schön viele Blutorbs. Dank der Rüstung kriegt man ja wesentlich mehr Blutorbs. Dinger da. Sind nicht im Inventar, ne? Nee, okay. Dann bitte herstellen. Sollte auffallen, wenn sie da gewesen wären. Gut. Essen wird langsam knapp, aber das ist noch okay für ein, zwei Tries. Oh, habe ich Eisenerz dabei? So wegen dem Einsammeln von allen Gegenständen. Ja. Pause it. Dich. So. Ich kann mich auch nach Hause porten. Ich habe die Krankenschwester eingesperrt. Wie man das so macht in meinem Todeswürfel. Und das heißt, wir können uns notfalls porten und dann haben wir da noch eine Heilmöglichkeit. Ich probiere es einfach mal. Also, alle Tränke trinken. Dann. Die Hände haben wir drei Stück. Kann ich zusätzlich noch das dazu nehmen? Nein, er geht eine Hand weg. Ich will unbedingt die dritte Hand behalten. Ja. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Sehr gut aus. Aber er hat bisher noch keinen Kamikaze-Kurs mehr aufgenommen. Da wurde ich davon. Jetzt genau. Jetzt geht er auf mich los. Ein Phasenwechsel. Er hat einen Heiltrank getrunken. Ich bin zu alt. Meine Augen sind zu alt und müde. Konzentration. Das Problem ist halt echt mit zu vielen Dingen auf dem Bildschirm. Ich kann mich darauf nicht konzentrieren. Und wenn dann aus dem Nichts plötzlich angeschossen kommt und mich one-hittet, ist das übel. Aber gut, versuchen wir nochmal. Und ja, die Waifus und Pets und so weiter machen es auch unübersichtlicher. Aber sie sorgen dafür, dass ich halt nicht draufhauen muss. Wenn ich jetzt auch noch als Melee da hinterherlaufen müsste, wobei mit der Sense muss ich das nicht unbedingt, die macht zu wenig Schaden. Egal. Okay, alle Tränke. Bam. Eins, zwei, drei. Warte, uns fehlt die... Das da, ne? Dann Hände nochmal weg, damit auch wirklich alle drei ordentlich gespawnt werden und nicht so komisch übereinander stacken. Das macht ja manchmal auch Probleme. Wieder jetzt Sago. Von mir auf die Minimap achten. Blau, blau heißt, es geht einfach nur so rum, ne? Jetzt ist er wieder Akku. Das gleiche wird er mich targeten.
Das ist einfach nur ein Schuss, ne? Deathbeam. Achso, ich habe auch die Dinger jetzt umgespeckt auf Defense. War noch ein Vorschlag aus den Kommentaren. Wo ist die dritte Hand hin? Ich hoffe, das ist gerade ein Eigenstack-Problem. Ausweichen, gucken, wo der Kopf ist, gucken, wo der Schwanz ist. Immer wieder durch den Honig durchlaufen. Jetzt wird er schneller. In der unmittelbaren Phase muss ich echt mit den Geschossen ausweichen, ne? Ja. Ja, irgendwo rechts, ich hab schon wieder dieses Geschahen genommen. Schwarz. Oh, hi. Kommen ganz viele Geschosse von der Seite. Wow. Ja, ein Grabstein schon überall. Einmal ihn nicht im Auge haben und ist vorbei. Aber es geht. Es ist ein Aufwärtstrend. Unangenehmer Vorgang. Ich habe mir bisher auch gar nicht zu ihr hochgeportet, ne? Das Problem ist auch, dass sie instant aufgenommen wird. Oh, wir haben mittags. Alle Tränke. 1, 2, 3. Da fehlt was. 1, 2, 3. Ja. Schön langsam am Anfang. Ich würde gerne raus hier. Bin in sein Maul gesprungen. Heilung. Ich alle trinke. 1, 2, 3. Ich bin so froh, dass wir auf Softcore gewechselt haben. Ging sonst gar nicht. Hat er mich gleich angefallen? Ist direkt vor mir gespawnt. Sollen wir mal weglaufen? Schade um die Arena, aber... Ich hätte gern eine komplette Heilung. Lebt ihr noch? Herzchen. Schnell. Will man nicht zufällig noch im Death- oder Revenge-Mode oder sonst irgendwas, ne? Der hätte mich auch gerade gefressen, wenn ich nicht, gerade in der anderen Phase gewesen wäre. Witzig. Ja.
3. Ich habe die... Die Gravity Normalizer Potion trinke ich schon jedes Mal. Weil wenn man zu weit oben ist, dann fällt man halt zu langsam, dann kann man nicht so gut ausweichen. Aber das ist es nicht. Ich kann in der Luft nicht dashen, ne? Doch, ich kann auch in der Luft dashen. Oh ja, auch schon ein, zwei Mal, aber ich dachte, das zählt vielleicht irgendwie nicht. Oh ne, wir sind auf dem stinknormalen Modus. Also wir sind immer noch in der Expertenwelt, was es ein Ticken schwieriger macht, aber trotzdem. Also absoluter Notfallplan. Ich spiele gerade mit der Kleinen auch Calamity. Aber es wird, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder Jahr dauern, bis wir hier angekommen sind, glaube ich. Und dann könnten wir das vielleicht zu zweit machen. Also vom Content her soweit aufgeholt und Ausrüstung und alles. Ja, mal gucken. Ich mach noch einen Try. Also was man machen könnte, ist ganz viel Trash-Mobs hierher bringen. Und dann einmal im Kampf zünden, mit dem alles ransaugen. Und dann werden die Herzen noch rangesaugt von den ganzen Trash-Mobs, die vorher da waren. Aber die sind auch begrenzt und ist halt nur einmalig. Und solange der Boss da ist, spawnt wieder nichts. Na gut. Alle Tränke. Eins. Zwei. Drei. So, diesmal ordentlich landen, bevor man zündet. Weil eben gerade ist er mir quasi ins Genick gesprungen. Licht noch einmal neu. Das war jetzt schon wieder Maul. Nicht den Körper berühren. Junge, er ist langsamer. Eine Heilung. Das war keine gute Heilung. Nee. Ich denke, damit ist diese Playlist erstmal pausiert, bis ich entweder, keine Ahnung, 20 Stunden lang den Fight off-camera trainiert habe oder die Kleine als Verstärkung da ist oder irgendwas anderes Dramatisches mir eingefallen ist, was man anders machen könnte. Also gerne Vorschläge noch posten. Ein paar Kleinigkeiten fallen mir auch noch ein, aber nichts, was es so drastisch alles ändert. Ja. Na gut. Bis dann in ein paar Monaten vielleicht. Mal gucken.